Herzlich willkommen hier bei Simrace.TV, Freitagabend, und wir treffen uns hier, um ein ganz, ganz besonderes Event vorzubereiten, nämlich zum Qualifying der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Mein Name ist Lutz Enger. Ich werde euch heute Abend sowie auch morgen während des gesamten 24-Stunden-Rennens auf die Nerven fallen. Also habt Spaß zusammen mit mir hier. Ich werde ihn definitiv haben. Wie das bei euch aussieht, werden wir sehen. Und wir würden uns alle Mann freuen, Fahrer, Teams, Organisatoren und natürlich auch ich, wenn hier reichlich eingeschaltet wird, wenn wir viele, viele Zuschauer bekommen. Und ja, so. Was ist das Ganze hier? Das hat einen wunderschönen Namen. Wir sind hier bei Simracing.org. Das ist die Plattform, die das austrägt. Und hier wird gefahren die internationale GT3 Endurance Multileague Team Championship. Ich habe es nicht abgelesen, ich habe es tatsächlich im Kopf. Ich habe es mir, glaube ich, auch mal ausgedacht. Nein, stimmt nicht. Also ja, den Namen schon, aber der eigentliche Gedanke dieser Multileague geht auf Achim Ennenbach und Joachim Pulitzer zurück. Wir gehen jetzt mal so langsam auf die Strecke. Ihr seht, hier unten läuft noch die Schrift durch. Die werden wir jetzt mal ausblenden, sodass ihr dann auch das volle Bild. Upsala, und da fängt schon an und wird unangenehm. Da gab es wohl schon das erste Missverständnis. Wir wollen mal hoffen, dass das morgen nicht passiert oder weniger passiert. So, irgendjemand muss jetzt versuchen, noch in die Box zu kommen. Das ist Pech. Ja, das ist großes Pech. Da wäre noch eine Lücke gewesen. Aber ich glaube, da ist eine unsichtbare Mauer. Ja, wie auch immer. Wir sind jedenfalls auf dem großartigen Track hier von Spa-Francorchamps. Und es ist jedes Mal ein Highlight. Und wenn ich an letztes Jahr denke, an die GT3 Endurance Multileague, dann. Und die hier dabei waren, die werden das wohl nie vergessen. Ihr könnt in der Mediathek von Simracing.org euch das mal raussuchen. Die letzte Stunde hier in Spa-Francorchamps, als Alex Piccolo und Sebastian Röhn hier sich einen Nervenkrieg das war schon kein, ja, wie soll man sagen, kein Rennen oder kein Kampf um eine Platzierung mehr. Es ging um den Rennsieg. Nach 24 Stunden wurden die beiden durch gerade mal 8 Zehntel getrennt. Sebastian Röhn musste in der letzten Runde seine Führung aufgeben und Alex Piccolo ziehen lassen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mit einer verbesserten Modifikation, mit ja noch mehr Teams und sehr international, das war es allerdings auch letztes Jahr schon, hier eine ganz, ganz tolle Saison erleben werden. Wir beginnen jetzt hier mit Spa. Es wird nur 12- und 24-Stunden-Rennen geben. Also wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, wie diese Saison verläuft. Und natürlich wird es wieder so sein, dass die Top-Teams, ich glaube die Top-20-Teams der Meisterschaft, wieder automatisch qualifiziert sind für die 8. Ausgabe von Le Mans, von den 24 Stunden von Le Mans. Genau. So, um jetzt mal überhaupt hier so ein bisschen Überblick zu bekommen, was hier eigentlich Phase ist. Wir machen hier ein zweistündiges Qualifying und eine Stunde 50 davon sind schon abgelaufen. Das heißt, wir hatten eine leichte Verzögerung, eine Viertelstunde, lag daran, dass hier irgendetwas falsch konfiguriert war. Keine Ahnung, das Qualifying war auf einmal in der Nacht. Wäre sicherlich auch mal ganz lustig gewesen. Aber, ja, mein Gott, dann haben wir halt mal eine Viertelstunde verpasst. Ich kann mich eigentlich an keinen Saisonstart erinnern, wo das funktioniert hätte. ja, macht nichts. Also, ich denke mal, die Fahrzeuge haben es alle ganz gut drauf. Und momentan führt Sebastian Röhn hier das Ganze an in seinem Nissan, wenn ich das hier richtig sehe. Und da staunen wir doch ein bisschen. Vielleicht erstmal ein paar Worte zur Modifikation. Noch ist das alles relativ unspannend hier. Wir werden sehen, 3-Wide Motorsport hier mit Marius Baird auf Platz 2. Auf Platz 3 ist Stefan Karnitz. Der fährt mittlerweile für Kfz-Teile 24, Simracing-Team. Und ja, das sind so momentan die Top 3. Wir werden sehen, was am Ende hier rauskommt. Noch haben wir jede Menge Zeit bis dahin. Und ja, kommen wir mal zur Modifikation. Das Ganze basiert im Gegenteil zur letzten Saison auf der
Modifikation der Blancpain-Serie und ja, wir haben dort festgestellt, dass die differenten Physics, die hier eingebaut wurden oder von Hause aus eingebaut wurden, doch sehr, sehr gut waren. Also die Basics waren brauchbar. Natürlich musste ein bisschen was angepasst werden, um die Fahrzeuge gleichwertig zu machen. Und es ist das erste Mal, ich muss es ganz ehrlich zugeben, und ich fühle mich auch ziemlich mies dabei, aber nicht, weil es andere gemacht haben, sondern einfach, weil ich nicht helfen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Es ist das erste Mal, dass ich nicht an der Orga beteiligt war, und zwar nicht ein kleines bisschen. Es hat alles, ist alles unter der Leitung von Sebastian Röhn gemacht worden. Und man kann über den Sebastian sagen, was man will. Er ist eigentlich für eine solche Rennserie mit so vielen Fahrer aus, mit diesem Fahrerfeld aus so vielen Nationen genau der richtige Mann, weil er hat die nötige Härte, die ich nicht habe, definitiv. Und hier solche Sachen, so ein Regelwerk, so ein umfangreiches Regelwerk durchzusetzen. Und er hat einen Ehrgeiz, von dem ich mir wünschte, zumindest manchmal, dass ich ihn auch hätte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mit welcher Vehemenz und mit welchem Eifer er diese Modifikation und die ganze Rennserie und das Regelwerk und die Webseite und vorangetrieben hat, war unglaublich, wirklich unglaublich. Mag der ein oder andere auch manchmal mit den Augen gerollt haben, letztendlich ist es genau der richtige Mann am richtigen Ort. Das sage ich jetzt mal so ganz, ganz offen, und ich hoffe, dass er fährt ja selbst. Also ich hoffe ganz sehr, dass er hier den Spaß findet, für den er diese viele Zeit investiert hat und die viele Arbeit. Gut, das soll es jetzt gewesen sein an Lobhudelei. Das war keine Hudelei, das war sehr, sehr ernst gemeint. Und ich würde mir wünschen, dass alle Fahrer hier Maximum Spaß erleben werden und wir hier im März, April, wann auch immer wir genau mit der Rennserie zu Ende sind, wir wissen, es kann immer was dazwischen kommen, dann hier ein glückliches Fahrerfeld haben, nach Möglichkeit immer noch mit um die 30 Autos, dass wir so wie heute hier mit fast 40 Autos am Server sind, das wird zum Saisonende nicht mehr so sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber wenigstens um die 30 Fahrzeuge wäre sehr schön, und die Piloten, die auf diesen 30 Autos sitzen, das sind ja dann auch noch ein ganzes Stück über 100, dann richtig happy sind und sich ganz, ganz doll auf die 24 Stunden von Le Mans freuen. So, jetzt machen wir mal ganz kurz hier vorne einen kleinen... Hier hat sich nämlich gerade was getan, kleines Ranking. Stefan Karnitz hat hier die Führung übernommen in seinem Porsche. Das finde ich mal ziemlich grandios, dass endlich mal wieder ein deutsches Fabrikat so ganz weit vorne ist. Ja gut, letztes Jahr waren es auch deutsche Fabrikate, BMW und Audi. Aber der Porsche letzte Saison komplett unterlegen. Aber das scheint sich geändert zu haben. Also Stefan Karnitz hier lässt mal richtig einen raushängen. Denn so wie ich das gesehen habe in den Testrennen und in den Vorbereitungsrennen und was da so alles war und auch in den Hotlaps, war doch der Sebastian bzw. der Ronny der Schnellste. Nun muss man allerdings auch sagen, Ronny Hähnel kommt auch noch. So, dann haben wir auf Platz 2, ja, Notox Racing mit Sebastian Röhn. Da hat man wieder den alten Teamnamen ausgegraben. Der war ja dann zeitweise mal irgendwie verschwunden. Die Herrschaften sind ja dann eine ganze Zeit für Independent Simracer gefahren. Jetzt gibt es wieder Notox Racing und ja, da war mal ein ambitioniertes Projekt geplant. Das hat nicht so ganz funktioniert mit Harald Stadler zusammen. Aber immerhin gibt es das Team wieder und es fährt wieder und vielleicht wird ja dann nochmal ein bisschen was Ambitionierteres. Und 3Wide Motorsport ist momentan mit dem Marius Bert auf Platz 3. Und wir sehen es hier in der Zwischenzeit, da fehlen wirklich nur wenige, anderthalb Zehntel bei der 12. Zwischenzeit. Und es gibt hier auch Lichthupe zum Vordermann. Ich denke mal, dass das Karnitz ist, oder? Oder ist das? Ja, ja, das war genau am Einlenkpunkt hier in der Blanchement. Und das müssen wir jetzt mal schauen, ob das Zeit gekostet hat. Ich vermute mal ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass auch einige von unseren Teams, die nicht aus Deutschland kommen, mal auch wieder ein bisschen weiter vorne stehen würden. Wir werden mal sehen, was Niki und ja, was wie sie alle heißen, was die Herrschaften dann so alle. Achso, nee, der heißt gar nicht Massi. Ach hey, Jimini, jetzt muss ich das wieder nach. Das war ganz einfach. Matschew oder ich weiß es nicht mehr. Also kriegen wir hin. Gut, mit Marius hat das eben momentan nichts
getan, aber wir haben einen neuen Führenden, und zwar Matthäus Bogosch. Eben habe ich es gesagt, wir würden uns sehr wünschen, wenn hier mal wieder ein Team, ein nicht deutsches Team, ganz vorne mitfährt. Und das ist der Matthäus Bogosch. Jetzt hat er das Bildenhänger. Ich müsste mich jetzt mal, und zwar richtig mit einer richtig guten Zeit, mit nochmal 0,144 Sekunden Vorsprung auf Daniel Hake, der jetzt mittlerweile auf die 2 gefahren ist. Also jetzt scheppert es hier doch ganz schön. Nichtsdestotrotz muss ich euch hier mal, auch das muss man sich erstmal dran gewöhnen, in diesem Auto ist letztes Jahr der Sebastian Röhn, der Ronny Hähnel gefahren. Also, boah. Ja gut, werden wir schauen. Ich muss euch jetzt mal für 5 Minuten alleine lassen. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich hier im Hintergrund erledigen muss, und ich bin so schnell wie möglich wieder bei euch, und dann werden wir sehen, dass wir das hier gut über die Bühne kriegen. Bis dahin. Thank you.
So, Freunde der Nacht, morgen wird das sicherlich alles ein bisschen flüssiger laufen, was die Moderation betrifft. Momentan auf der Strecke passiert hier eine ganze Menge. Ronny Hennel konnte noch nicht wirklich die Position verbessern. Der ist auf Position 5 hat er das Auto übernommen. Da fährt er auch noch. Aber wir haben einen neuen Führenden. Achso, man müsste das hier natürlich auch anmachen. Genau. So, und da haben wir den Konrad Pritschinski. Und ja, ich glaube, ich hätte nicht so sehr sagen sollen, Jungs, wir wollen hier auch ein paar ausländische Teams vorne mit dabei sehen. Jetzt haben wir fast nur Ausländer. Nee, ja, das nächste. Oder es könnte auch gut sein, das war ein Fahrerwechsel. Das war ein Fahrerwechsel. Und wir schauen mal auf die Position 2. Da ist immer noch Stefan Karnitz. Wo ist er? Da kommt er. Und zwar über die Eau Rouge. Und die kriegt er auch richtig sauber. Und jetzt raus auf die Camel Straight. Und jetzt werden wir mal sehen, ob er da nochmal jetzt bei der Zwischenzeit da noch was gut machen kann. Oh, das kann ja fast nicht sein. 2,4 Sekunden schneller. Habe ich was verpasst? Kappen kann man da nicht. Ja, die Runde müssen wir jetzt auf alle Fälle verfolgen. Und das sieht extrem sauber aus. Wirklich sehr, sehr sauber. Hier eine der Schlüsselstellen. Hier geht es wirklich um jedes km/h, was man hier in diesen Kurven an Kurvengeschwindigkeiten erreichen kann. Und wir kommen gleich zur zweiten Zwischenzeit. Und dann wird sich rausstellen, ob diese Zeit, die da angezeigt wurde, wirklich so gut ist, wie sie da stand. Das wäre ja fast... Oh, und hier kommt er schräg über den Körb. Oh, was? 5,6 Sekunden? Also ich glaube, die Anzeige spinnt jetzt hier mal gerade. Also das glaube ich ja nun wirklich nicht. Also werden wir abwarten müssen, bis er dann hier über Start-Ziel kommt, was dann am Ende tatsächlich für eine Zeit da steht. Also sollte das tatsächlich so sein, führen wir sofort RF-Scan wieder ein. So, und auch hier ganz sauber auf den Körb, wirklich auf den letzten Millimeter, bevor das Auto dann aufsetzen würde. Ja, und da sind es 23.000, die ihm fehlen an der Pole Position. Also da kann man, glaube ich, in etwa ablesen, wie close das alles sein wird hier am Ende. Wir erinnern uns mal mit angenehmen Gedanken an das letztjährige Rennen oder aus der letzten Saison in Daytona. Die 24 Stunden, als 21 Fahrzeuge innerhalb von einer Sekunde waren nach dem Qualifying. Und genauso spannend wurde dann auch das Rennen. Ja, also gut, mit den Zwischenzeiten stimmt hier was nicht. Das ist völliger Blödsinn. Also es ist nicht abzuschätzen, dass ein Stefan Karnitz im dritten Sektor 5 Sekunden verliert. Also hier ist irgendwas krumm. Ja, und jetzt ist es sowieso vorbei, weil jetzt ist er mitten im Verkehr und dann kann er bloß noch seine Inlap fahren und sich frische Reifen holen. Da wird zwar Platz gemacht, aber der vor ihm fahrende, ich glaube ein Ferrari ist das, der dürfte ebenfalls auf einer schnellen Runde sein. Und der wird einen Teufel tun, um ihm hier Platz zu machen. So, gucken wir mal. Daniel Schüch für RML, Team 1 auf der Position 6. Auf der 7 haben wir Zukowski für
das Skype-Team Racing. Also mal gucken, ob die, ja, hier haben, sehen wir auch bei den Zwischenzeiten, das ist ähnlich. David Putzke hier richtig gut unterwegs. Und unser guter alter Freund Sebastian Deck hier auch noch auf Zeitenjagd. Muss mich mal wieder für 5 Minuten, also ich kann es kurz erklären. Ich bin hier gerade erst rein, ich muss erstmal irgendwas essen, Kaffee. Ihr wisst, wie wichtig das ist, dass hier überhaupt irgendwas geht. Und wir haben ja auch noch 1,5 Stunden. Das heißt, die Fahrer müssen ja alle auf dem Server bleiben. Es darf ja keiner den Server verlassen, weil sonst ist die Qualizeit weg. Und ja, und wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, also macht euch mal keine Gedanken. Das kriegen wir hier schon alles gut hin. Ich hoffe, dass wir hier richtig, ein richtig, richtig spannendes Qualifying erleben. Irgendwie sieht das hier bei mir alles aus, als würde es regnen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch nur neblig. Na, also nach Regen sehen die Zeiten jedenfalls nicht aus. Jan von Merkatz hat, oh, das war glaube ich ein böses Missverständnis. Da ist auch dann vorne das Auto erstmal krumm. Da gibt es auch eine Lichthupe, das war sicher so nicht geplant. So, Patrick Jaskulski. So, jetzt haben wir es wieder. Muss immer an den Joghurt denken, wenn ich ihn hier vorlese. So. Mr. Buchscher ist auch wieder mit dabei, das freut uns sehr. Und Matthias Leibold, auch der ist wieder voll mit drin. Die Namen passen nicht zu den Autos. Dann machen wir mal das so. Genau, da haben wir nämlich den Herrn Deck. Da bin ich hier wohl irgendwo auf die falsche Taste gekommen. Hier haben wir Merkatz, genau. Kfz-Teile 24. Also mal wieder ein Team mit richtig gutem Sponsor. So, hier haben wir, der fährt nämlich gar nicht. Und da haben wir Buchscher. Der hat wohl noch kein Skin abgegeben oder ist das so gewollt? Also, da ist man, glaube ich, nicht dazu gekommen, das Auto noch rechtzeitig zu bekleben. Oh, obwohl. Also, es hat auch was. Also, zumindest was die, der Wiedererkennungswert ist relativ hoch. Wir erinnern uns an Simracing Foreland, die diese Saison, glaube ich, nicht mit dabei sind. Denen war das, glaube ich, zu schwierig. So. Herr Kallenbach, auch mit dabei. Ja, ich grüße Sie an die Borde für die LSF Racer. Sehr schön. Und Mr. Fabio Gangioni für das Team Witchwood hier wieder mit am Start. Das war das Team, die letztes Jahr hier um den Sieg gefightet haben und ihn dann auch nach Hause fahren konnten. Werden wir mal sehen. So, Patrick Richter hier in seinem Z4. Also wir werden mal sehen, was hier so geht, beziehungsweise was nicht geht. Und wir gucken mal, was da vorne Stefan Kahn ist, ob der noch was reißen kann. Ronny Händel hat sich zumindest schon mal wieder verbessert, bis auf die 4. Position. Auf der Position 3 Daniel Hake, Stefan Kahn ist hier im Bild auf Position 2. Ja, und der Führende, fährt der ja überhaupt? Der fährt, genau. Maestro Brzezinski auf Zeitenjagd. Also viel Vorsprung hat er nicht. Aber immerhin. So, genau. Wir bleiben mal bei Karnitz, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der hier noch irgendwie dem Herrn Brzezinski da die Zehntel abjagt. Die anderen, ach nee, waren es ja nur 23.000stel. Und ja, gucken wir mal. Also, ich sag bis dahin erstmal wieder kurz Tschüss und werde dann erstmal irgendwas Bestes zu mir nehmen und einen Kaffee ziehen und dann geht's hier weiter. Bis gleich.
Thank you.
Thank you.
So, meine Damen und Herren, ich verspreche euch hoch und heilig, Stefan Karnitz hat für heute ausgespielt. Aber, ja, Ronny Hähnel ist wieder vorne und ja, ist hier wohl auch auf einer Warm-Up-Lap. Ja, das ist ja jetzt mal ganz grandios. Also ich fange nochmal so mehr oder weniger von vorne an. Wir sind hier beim offiziellen Qualifying zur GT3 Endurance Multileague, zur internationalen GT3 Endurance Multileague. Und das ist in dieser Form die zweite Auflage, nachdem wir letztes Jahr bereits, nachdem wir letztes Jahr bereits die, ja, super Christoph, dann komm doch her. Nachdem wir letztes Jahr das erste Mal so in dieser Form mit GT3 Autos gefahren sind, in nur einer Klasse, bisher gab es die Multileague immer in mehreren Klassen. Und ja, jetzt ist es halt, wir haben dann festgestellt, dieses Jahr, es war einfach grandios, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ziehe ich mal hier unseren Star-Kommentator mit dem bescheidensten Mikrofon der Welt. Hallo Christoph. Geht ja schon gut los. Wunderschönen guten Abend, Lutz. Hallo liebe Zuschauer. Ja, ich habe dich vorhin auch schon ganz doll im Briefing gelobt. Ich weiß nicht, ob man es hier schon berichtet hat. Nein. Ich weiß von gar nichts. Ja, ich habe mein Headset vergessen und habe dann frei übers Notebook gequatscht und das klingt natürlich dann auch ganz grottig und ich habe dann gesagt, schlechter als du kann man eigentlich nicht klingen, von daher will ich es probieren. Genau. Christoph, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ne? Und dir? Ja, ich klage nicht, das weißt du. Und ja, mal schauen, dass wir das hier heute gut über die Bühne kriegen. Noch haben wir über eine Stunde Zeit und ich war gerade dabei, das nochmal so ein bisschen zu resümieren, was wir hier bisher getan haben, beziehungsweise was wir schon gesagt haben. Also allzu viel war es noch nicht. Und da ich zweimal weg musste und jetzt einigermaßen gesättigt bin, ich habe jetzt einen frischen Kaffee hier und habe auch so noch was zu trinken. Also mir geht es jetzt wirklich gut. Und ja, Christoph, du hast ja fast die ganze Saison die erste Saison der GT3 Endurance Multileague mitgestreamt. Ganz oft am Anfang ganz alleine, weil ich dann noch mit der Aufstellung der Autos beschäftigt war und so weiter. Hattest du mal Gelegenheit, hier mit irgendeinem zu sprechen, wie die neue Mod so drauf ist, also was die Fahrer so dazu sagen? Also, die mich natürlich schon ein paar Jährchen kennen, die wissen natürlich, dass ich ja ein großer Fan von diesen GT3-Fahrzeugen eigentlich bin. Das hat man eventuell letztes Jahr gehört, dass ja die Streams ja von den Informationen her, ja, dass dir da teilweise die Spucke weggefallen ist. Ich hatte noch keine Möglichkeit, mit einem Fahrer zu reden, wie die Mod ist. Ich weiß noch nicht mal, welche überhaupt eingesetzt wird, ob das die von der letztjährigen Saison ist. Gut, oder. Dann brechen wir das hier an der Stelle ab. Das bringt dann nichts. Ich habe gedacht, du hättest mal irgendwie mit Meister Lehmann oder Schüch oder irgendjemandem gesprochen. Nein, also es ist die Blancpain-Serie, die Grundlage, die Mod-Grundlage hat sich geändert. Also es ist jetzt nicht mehr die Serie, die uns die Italiener letztes Jahr zur Verfügung gestellt haben, die Jungs von sim.racingworld.at, sondern das ist jetzt hier die allgemein bekannte Blancpain-Serie, allerdings stark modifiziert. Vor allem was die Physics betrifft, die Autos haben unterschiedliche Physics und wie gesagt, also das ist dann das Wichtigste. Wir haben eine Balance of Performance hier. Die Fahrzeuge haben unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Leistungen und werden natürlich auch wie immer in der Multileague mit Strafgewichten eingebremst. Und was halt das Grandiose ist, was wir erstmals seit 2011 hier wieder haben, ist, dass wir den Manager-Modus, den wir hier 2010 eingeführt haben mit Achim Ennenbach und Joachim Politzer, wieder aktiviert haben. Das heißt, Teams oder die Manager der Teams haben einen echten Job zu erledigen. Sie müssen sich um die Teamfinanzen kümmern. Hier muss alles gekauft werden. Fahrer müssen bezahlt werden. Es müssen die Fahrzeuge gekauft werden. Man kann Geld verdienen. Man kann Geld verlieren. Es ist sehr, sehr umfangreich. Das Regelwerk ist, glaube ich, das eins der längsten, umfangreichsten, die wir je hatten.
Und das ist natürlich dann nochmal so ein Spiel im Spiel, weil natürlich nicht nur die Platzierung in der Meisterschaft eine Rolle spielen, sondern halt auch die Teamfinanzen am Saisonende ja ausgewertet werden und dann entsprechend dieser Finanzen wir eine neue Grundlage haben für irgendwelche weitergehenden Regeln, wie zum Beispiel in der nächsten Saison, dass diese Teams dann einen kleinen Vorteil haben gegenüber Neueinsteigern und sonst dergleichen Dinge oder Teams mit viel Erfahrung dann halt besser gestellt sind als ja, Teams, die noch nicht so wirklich erfahren sind. Das sind dann halt solche Sachen, die so sich ein bisschen am realen Motorsport orientieren, wieder ein bisschen mehr Realitätsnähe und das ist eigentlich so die Multileague 2013-2014. Sehr schön zusammengefasst. Ich kenne ja noch die alte Multileague und das hat mir ja damals auch schon richtig gut gefallen mit diesem Manager-Modus. Toll, dass es endlich wieder mit drin ist. Ja, also wie gesagt, das war halt Voraussetzung, weil wir konnten es ja nicht mehr einsetzen aufgrund des Rejoin-Plugins, weil diese Results-Dateien, die dort ausgegeben wurden, nicht kompatibel waren mit dem Leak-System und der Manager-Modus ist halt im Leak-System programmiert. Und auch völlig automatisiert oder zu großen Teilen automatisiert. Und dazu kommt natürlich die strategische Komponente des Manager-Modus. Das heißt, es ist möglich, sich hier Upgrades für die Autos zu kaufen, die man dann entsprechend einsetzen kann. Wobei man allerdings diese Saison erstmalig immer maximal 2 von den 5 möglichen Upgrades einsetzen darf. Man darf mehrere besitzen, aber einsetzen zu einem Rennen darf man immer nur zwei. Und das wiederum eröffnet natürlich den Teams einen gewissen strategischen Spielraum. Sie können die anderen Team oder ein anderes Team weiß nicht, was das eigentlich gegnerische Team jetzt einsetzt auf der Strecke. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, das macht's richtig gut. So, was macht hier Botnarenko? Dimitri, der ist mit seinem SLS hier ein bisschen abseits. Wir schalten hier mal so gerade durch. Ronny Hähnel führt jetzt hier mit 2:16.560. Als ich zum Essen gegangen bin, stand man hier bei 2:17.130. Und da ist ja noch ein bisschen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft drin. Christian Wilms auch mit dabei. Freut mich sehr. Kenne ich ganz gut aus den Rennserien bei virtualracing.org. So, und da haben wir den Jan von Merkatz. Der war vorhin schon mal ein Stück weiter vorne, aber das glaube ich, das stimmt jetzt schon gar nicht mehr. Das ist nicht das Auto von Jan von Merkatz, oder? Nee, das ist richtig. Da haben wir hier wieder irgendwie mit die Merkatze im Sack gekauft. Da stimmt was nicht. Gut, wo auch immer wir jetzt sind, keine Ahnung. Wir konzentrieren uns auf alle Fälle vorne auf die Spitze. Und da ist Ronny Hähnel, der jetzt in die Box kommt, auf alle Fälle erstmal top. Dahinter haben wir Daniel Hake für Kfz-Teile 24. Und auf der 3 das nächste Team von Kfz-Teile 24 mit Stefan Kahnes. Polestar gibt es ja in dem Sinn erstmal nicht mehr. Da ist er ja normalerweise zu Hause. Also ist da mal davon auszugehen, dass ich sitze ja jetzt mit dem Teamchef in einer Firma, also mit dem Teamgründer, sagen wir mal, upsala, und da hinten gibt es einen schönen Dreher. Genau, und da ist jetzt erstmal Dunkeltuten, das heißt, man hat das jetzt erstmal auf Eis gelegt, das Projekt All-Star Racing, und somit die Fahrer hier jetzt bei Kfz-Teile24.de. Ja, es ist also schon so, dass hier doch einige immer mal den Server verlassen, warum auch immer die das tun. Okay, wir haben jetzt 42 Autos am Server. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viele sind hier überhaupt. Überhaupt da sind, das sind doch keine 42, nee. Thank you.
gucken wir mal tatsächlich ein bisschen. Ah, Miguel Angel Vasquez. Nicht Miguel, Miguel. Ja, Christoph, was hast du eigentlich so die ganze Zeit übergetrieben, außer die Jungs von der RML verrückt zu machen? Verrückt zu machen? Um ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Ja, ich habe da meine RML-Rennen immer kommentiert und ein bisschen mal ins SR-Org-Forum geschaut, was es denn da so Neues gibt von der Rennserie. Aber ich wollte ja ursprünglich ja mitfahren. Ja, das wolltest du nicht wirklich, oder? Doch. Aber dann nee, hast du also den Satz gelesen, nur erfahrene Simracer sind zu gelesen. Ja, genau. Und ja, da fiel dann schon die Entscheidung doch recht schnell. Ich hatte mal bei Will Graff angefragt. Mhm. Und also weil ich den Mike Neumann und den Christian Wilms auch jetzt gut kenne durch die RML. Und ja, hieß es am Anfang, aber ich habe dann irgendwie nicht gebacken bekommen, mein Lenkrad dann wieder zu reparieren. Und da habe ich gesagt, ach komm, ihr macht das schon, ne? Ja. Also ihr, genau, also ohne mich ist sowieso besser. Naja, gut, das kann man jetzt, das mag ich jetzt so nicht direkt sagen wollen. Das ist natürlich denkbar, dass das für dich, ach Gott, ich glaube, das geht gar nicht. Es ruckelt jetzt gerade ein bisschen im Bild, glaube ich, aber ich befürchte, das wird nicht funktionieren, weil, oder doch? Ah, sehr schön. Ja, probieren wir es mal. Mal jetzt hier ein paar Informationen kriegen. Ja, es ist hier momentan ein bisschen Pause. Natürlich sind noch ein paar auf der Strecke. Aber Marius Bert kommt jetzt raus. Also ich glaube, der ist mit seiner vierten Position noch nicht so ganz zufrieden. Ich meine, Top 3 muss bei ihm einfach sein, wenn man sich so mal die Platzierung anguckt aus der vorigen Saison. Ich finde es auch interessant, die eine Hälfte von ehemals Allstar ist zu Kfz-Teile 24 gewechselt und die andere Hälfte wiederum zu Threeride, also. Ja. Ja, nun, also ich meine, das ist sowieso nochmal, ich glaube, da haben wir morgen ausreichend Zeit zu. Ups, aber da steht schon wieder einer im Kies. Da haben wir morgen nochmal ausreichend Zeit, wie sich das jetzt mit Kfz-Teile 24 und X-Faktor ehemals, wer da was, wo, wie und wohin gewechselt. Und das ist sicherlich nochmal relativ spannend, weil die Einzelkämpfer, nämlich sprich die einzelnen Fahrer selber, sind ja alle relativ bekannt in der Szene. Also muss man mal, werden wir mal ein paar Interviews führen morgen, wie sich das dann so alles ergeben hat, beziehungsweise wer jetzt sich wohin dividiert hat und auseinander oder zusammen oder wie auch immer. Ja, das ist sicherlich, da haben wir auch ein bisschen Klatsch und Tratsch, so frauenspiegelmäßig, genau. Wie lange haben wir noch? 55 Minuten. Die Sache wird da entsprechend spannend. Aber gut, ist natürlich jetzt wir haben hier schon Qualifyings gesehen, die waren nach den ersten zwei Runden entschieden. Wir haben allerdings auch Qualifyings gesehen, die wurden wirklich erst in der letzten Runde entschieden. Und ja, da werden wir mal schauen, was die Herrschaften uns da heute Abend bieten können an Unterhaltung oder an Unterhaltungswert. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was geht, weil so eng war es schon lange nicht mehr. Ich erinnere nur an einmal 24-Stunden-Rennen Daytona. 20 Fahrzeuge Entschuldigung, 21, ja, innerhalb von einer Sekunde. Mhm. Genau. Vielleicht schaffen wir es heute hier auch noch. Ja. So, ich sehe gerade, ich kriege hier tatsächlich ein bisschen Informationen. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, die Roche Blasco ist dem Ort Clermont nichts zu tun. Ja gut, also es ist schon so, dass im momentan sind die ersten sieben innerhalb von einer Sekunde. Jetzt muss man einfach nicht vergessen, dass Spa ein anderes Layout hat oder ein deutlich schwierigeres Layout als Daytona hat.
somit ist das nicht wirklich vergleichbar. Aber hier vorne geht noch einiges. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Ronny Hähnel hat dem Daniel Hake über 2/10 abgenommen. Und ja, das bleibt jetzt abzuwarten. Stefan Karnitz ist nochmal 0,175 Sekunden hinter Daniel Hake und Marius Bert 84.000stel hinter Stefan Karnitz. Also und 72.000stel hinter Bert fährt Daniel Schüch. Und dann geht es so weiter mit 0,175 Putzke zurück auf Schüch, dann Radek Zukowski 0,168. Was ist mit Nikolai Essig? Der hat jetzt, der ist wohl rejoined, hat nur die Position wieder gekriegt, da sehe ich aber keine Zeit. Ja, und so geht das hier weiter. 52.000stel Rückstand von Dennis Hadlak auf Radek Zukowski. Dann haben wir Julian Siedenbiedel mit 68.000stel Rückstand auf, also das ist richtig, richtig eng hier. Da dürfen wir sicherlich noch einiges erwarten. Wobei natürlich, je länger die Session voranschreitet, desto schwieriger wird es, eine freie Runde zu finden, beziehungsweise sich nochmal mit der Zeit zu verbessern. Also, ja, wir werden sehen. Ja, weil zum Schluss sollen natürlich dann nochmal alle rausfahren und wir sehen es im Gegensatz zur letzten, ich will mal letzten Saison sagen, aber das ist ja gar nicht so gesehen die letzte Saison gewesen, kann man auch mal ja seinen Konkurrenten ein bisschen anschieben oder ein bisschen Windschatten sogar bekommen. Das wird dann vor allem spannend, denn in der Schlussphase, wenn nochmal alle 40 Teams unterwegs sind. Aber das entscheidet sich dann auch, wann man rausfährt und auch zu welchem Zeitpunkt. Daniel Schüch haben wir aktuell im Bild. Ja, okay, bekannter Fahrer, von daher weiß ich auch für welches Team. Er fährt dann das Motorsportliga Team 1. Ja, also die ML-Jungs, die kenne ich natürlich leider sehr schnell. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo eine Liste, wie die Autos aussehen, damit ich auch weiß, wer welches Team ist. Ja gut, das kannst du jetzt eigentlich nur an der Einblendung hier sehen, wenn sie gerade mal keine Zeit fahren. Aber da habe ich auch noch meine Defizite, weil es war jetzt am Dienstag das erste Mal, dass ich bei einer Session jetzt in der neuen Saison dabei war. Und das Schlimme ist ja, dass viele Teams andere Autos fahren diese Saison. Also zum Beispiel Kfz-Teile 24. Wenn ich ja einen Daniel Hake in, was war das, in einem BMW sehe, ja, das ist so völlig verschoben. Ne? Also als halt irgendwie, keine Ahnung, also den vermutet man halt im Audi. Aber gut. Das ist, dafür haben wir jetzt hier den Audi. Da war es allerdings auch letzte Saison so und so. Wie bitter. Da ist er von der Strecke abgekommen. Da konnte er jetzt aber echt nichts für. Nee, da braucht er den gar nicht anblinken. Der war da nicht schuld. Der war da einfach abseits. Ja, und der V12 Vantage da hinten hat aber auch schon keinen Heckflügel. Also. Ja, ja. Wahrscheinlich hat er deswegen angeblinkt. Aber es ist nun mal ein Escape-Verbot. Die Autos müssen sehen, dass sie irgendwie in die Box kommen. Weil im Quali ist es dann mit dem zweiten Escape zu Ende. Also sie haben eine Viertelstunde Zeitstrafe, wenn sie Escape drücken müssen. Damit wird eine Reparatur simuliert. Und bei einem zweiten Escape, was nötig wird, also sie bekommen das Escape, heißt halt Abbruch, weil man das Auto aus eigener Kraft nicht mehr in die Box bekommt. Dann ist es definitiv so, dass dann die Session gelaufen ist für das Team. So, er kommt in die Box, weil auch sein Auto dürfte beschädigt sein. Ich meine, er hat noch 50 Minuten knapp, ja. Also noch aller Zeit. Ja gut, ärgerlich ist, wenn man sich eine freie Runde abgepasst hat. Ja. No? Und dann ist natürlich blöd. Aber gut, ja. Das ist halt, wir haben ja hier kein privates Qualifying mehr, wie noch in der letzten Saison. Also Privatmodus heißt, das ist ein Modus, den die Simulation erlaubt. Da sieht der jeweilige Fahrer keine anderen Fahrzeuge auf der Strecke und man kann sich auch nicht gegenseitig behindern. Das haben wir letzte Saison so gemacht, weil wir, ja, weil es einfach die erste Saison war, die Fahrer sich nicht kannten und wir eigentlich wollten, dass wirklich die besten Teams auch wirklich vorne stehen. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass das eigentlich so viel spannender ist.
Dafür ist die Zeit der Qualifikation etwas länger. Aber man hat halt alle Fahrzeuge hier auf der Strecke und die müssen auch da bleiben bis zum Schluss. Also es darf keiner vor Sessionende den Server verlassen. Also, ja. So, Radek Zukowski ist natürlich auch jetzt, ich glaube, das dritte Jahr hier mit dabei. Also seit 2011. Jetzt sagt mir keiner, 11 plus 3 wäre 14. Also ich meine natürlich inklusive dem Jahr 2011. Ja, Nikolai Essig auch wieder mit dabei. Dennis Hatlak für Rowe Simracers. Und der Julian Siedenbiedel für die LSF. Wollen mal dem Julian eine Runde zuschauen, was der so treibt hier. Vorne ist momentan noch alles beim Alten. Die 0,215 Sekunden vom Ronny Hähnel Vorsprung auf Daniel Hake stehen nach wie vor. Auch die 0,175 Sekunden Rückstand von Stefan Karnitz auf den Daniel Hake stehen noch. Und auch die 84.000stel Rückstand von Marius Bert auf Stefan Karnitz sind noch unverändert. Also das ist das, was ich meinte vorhin. Wenn man sich einem zu so einem, ja, die Hälfte von zwei Stunden um ist und man hat mehrere gute Runden gehabt, dann ist irgendwo, ist ja mal Ende. Und dann wird es halt immer schwieriger, nochmal eine bessere Runde rauszuhauen. Aber vielleicht klappt's ja. Und ich habe tatsächlich schon Fahrerstimmen gehört, und zwar international. Also nicht nur deutsche Fahrer haben mir geschrieben, dass die Mod sehr, sehr gut geworden ist, nach den Veränderungen, die Sebastian Röhn und Carsten Wilhelm hier vorgenommen haben. Jetzt steht hier das Bild, wahrscheinlich weil jemand den Server betreten hat. Ja, wie gesagt, also die sind alle relativ begeistert und ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass... Oh, ja, das hat Zeit gekostet und er hatte schon eine Sekunde Rückstand, der Julian. Ich würde mir halt wünschen, dass wir hier am Ende der Saison in etwa noch so um die 30 Teams zum Saisonfinale sehen. Ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch, aber naja, wir schauen mal. Also ich kann mir den Sinn, letztes Jahr haben wir auch mit 33, 34 Autos angefangen und am Schluss sind wir eigentlich so im Schnitt mit 25 gefahren. Wobei ich sagen muss, bei den Strecken ist es eigentlich auch eine coole Sache. Also ist es eigentlich fast das Optimum, zwischen 25 und 30 Autos auf der Strecke zu haben. Also hier jetzt mit 40, 45 Autos zu fahren, 36 sind ja insgesamt sowieso nur zugelassen, wäre ziemlich selbstmörderisch für die Fahrer, weil bei jedem Restart muss man oder kann man fast zu 100% davon ausgehen, dass es scheppert. Also gerade auf solchen Strecken hier wie in Spa mit der La Source da oben mit der engen Kurve, beziehungsweise dann durch die Urush der ganze Pack hier. Das ist halt alles sehr, sehr schwierig. So, eigentlich schon mal durchgegangen, was wir für Fahrzeuge im Feld haben? Ja, die üblichen Verdächtigen. Ja, also das kannst du ja viel, viel besser. Für mich fährt es hier ein BMW, im günstigsten Fall noch ein Z4. Ja. Genau. Und da hat er dann noch irgendwelche Zusätze dann im Namen. GTR, GT, irgendwas. Ja, BMW haben wir dabei, Mercedes haben wir dabei, Ferrari haben wir dabei. Allerdings nur noch einen. Wir haben Aston Martin dabei. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob der DBR9 und der Vantage gefahren werden. Auf alle Fälle ist dabei. Dann haben wir Porsche dabei und zwar diesmal im Gegensatz zur letzten Saison richtig gut, wie man sieht. Also der Porsche kann was. Stefan Karnitz fährt momentan auf Platz 3. Jetzt fährt Matthias Leibold.
So. Der Slycam kommt hier mit seinem BMW raus. Ferrari ist wieder relativ beliebt. Scheinbar momentan so ziemlich das beliebteste. Ein McLaren haben wir dabei, ein MP4. Gut, was Witchwood fährt, brauchen wir uns nicht angucken. Da haben wir noch einen Ferrari. Ne, das ist McLaren, ne? Oder? Ja, die sehen sich halt so bei unseren Pixelbildern, die wir hier haben, sieht sich das alles sehr, sehr ähnlich. Ja, und wir haben den Nissan dabei, der funktioniert endlich. Freue ich mich sehr, weil es doch so ein bisschen exot. Ah, es bringt einfach mal einen anderen Look in so eine Rennserie, dieses Auto. War man sich mit der Vorfahrtsregelung nicht ganz einig. Ja, das dürfte so im Großen und Ganzen gewesen sein. Ach nee, Lamborghini haben wir noch. Ja, ja, fantastisch. LP560. Ach, jetzt haben wir doch einen hier, der weiß es doch ganz hundertprozentig genau. Ich begrüße und zwar ganz, ganz, ganz herzlich Sebastian Röhn. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, ihr beiden. Sebastian, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wer dir denn noch überhaupt Gehalt zahlt, weil von mir kriegst du keins. ja, ich weiß nicht, ich habe dich vorhin schon mal eingangs ziemlich doll gelobt. Und zwar völlig zu Recht und auch nicht übertrieben. Das kann man gar nicht übertreiben, was du hier gemacht hast. Wie viel Zeit hast du so, ich sag mal, rechne es mal auf den Tag um, die letzten Wochen. Wie viel Zeit hast du, wie viele Stunden hast du pro Tag hier mit der Vorbereitung dieser Rennserie verbracht? Schwer zu sagen, also 6 Minimum ja. Pro Tag. Ja. Dürfte wohl hinkommen. Sicherlich, es gab immer mal Phasen, wo es mehr war. Auch berufsbedingt bei mir kommt das halt immer mal, hängt das davon ab, wie ich eben eingespannt bin. Teilweise habe ich eben auch die Möglichkeit, was sehr schön ist, Homeoffice zu machen und Kundenbetreuung dann eben nur über Telefon beziehungsweise dann halt PC und Internet machen kann und dann entsprechend auch zwischenzeitlich immer mal wieder eben dann ja für Simracing.org genau. Zeit habe und jetzt die Woche dann auch Urlaub gehabt und gut, jetzt die Woche war jetzt wirklich ja, also mit Sicherheit dann fast 10 Stunden. Ja, ja, also nicht am Stück natürlich, aber immer ja, mal ja. Wieder ja, ja. Ganz, ganz klar. Gut, ich kenn's ja, nur ist es halt so, dass du halt wirklich mit einem Ehrgeiz hier vorangeschritten bist, der allen, die da rein riechen konnten in die Vorbereitungszeit, allen Respekt abgenötigt hat. Selbst ein Achim Ennenbach hat mich extra angerufen, deswegen hat gesagt, sag mal, ich meine, ich kenne den ja nur schon, oder er kennt dich ja schon deutlich länger, als ich dich kenne. Und ja, na gut, wie auch immer. So, jetzt bist du aber auch selbst Fahrer und Ronny hat jetzt das Auto irgendwie auf die 1 gestellt, hat ein bisschen gedauert. Was war los? Wo war das Problem? Auch ein Ronny Hinnel muss ich mal einfahren. Ist der überhaupt schon mal Training gefahren? Ja, ne? Doch, stimmt. Der doch, natürlich. Ja, also, ja. Obwohl wir sagen müssen, im Vergleich zu letzter Saison haben wir, also ich sowieso, aber eigentlich, gut, Ronny ist ohnehin nicht so jetzt der Trainingsfleißigste, aber wenn ich es mit letztem Jahr Spar vergleiche, würde ich schon sagen, dass wir weniger trainiert haben. Aber ja. Man kann vielleicht sogar auch sagen, dass es mit der Mod gar nicht notwendig ist, so viel zu trainieren, weil sie einfach so wunderschön fahrbar ist. Vielleicht nochmal, du hast es natürlich eingangs erwähnt, was hier die Basis ist, also ja klar, Plompa Endurance Serie. Allerdings, das möchte ich jetzt nicht hier auf meine Kappe nehmen, denn das wäre falsch. Also die Physik ist zu über 90% nach wie vor original und da ist es auch gar nicht notwendig, da so viel zu ändern, denn es ist
Zumindest sehe ich das so, das sehen bei mir alle im Team so, und das Feedback, was ich jetzt auch von den Fahrern bekommen habe, ist eigentlich durchgängig, dass sie sagen, das ist die beste Mod, die sie bisher in R-Factor gefahren sind, weil sie eben ja sehr schönen breiten Grenzbereich hat, sie ist nicht zickig, sie lässt sich wirklich wunderbar abfangen, wenn man mal ein bisschen driftet. Also da muss man wirklich sagen, die Physik gebaut haben, und das waren definitiv nicht wir, also Hut ab, das war auf jeden Fall ein Riesenschritt im Vergleich. Also ich würde auch sagen, ist auf jeden Fall besser als Endracer Mod. Ja, also das ist ja auch, wie gesagt, eine Geschichte, wo ich gesagt habe, wir hatten unsere Defizite letztes Jahr, wobei auch viele letztes Jahr gesagt haben, es hat Spaß gemacht, die Mod war, hat einfach Spaß gemacht, aber wir haben schon auch gemerkt, dass mehr als eine Saison wollte man damit auch nicht fahren. Und jetzt haben wir hier etwas, den man auf alle Fälle aufbauen kann. Wir haben erstmals differente Physics, also die Autos sind unterschiedlich, aber ja, ich vermute mal, so auf die Runde gesehen, wenn ich hier so sehe, wie viele verschiedene Marken da sind, ist es nicht so wie letztes Jahr, dass hier nur Audis rumfahren. Und von daher ist das wohl alles sehr, sehr stimmig untereinander, und das ist eigentlich das, was wir immer haben wollten, und jetzt haben wir das. Und ja, jetzt ist jetzt nur noch die Frage, ein Spa 24 Stunden 2012, hier hat sich ja wahrscheinlich, zumindest in deinem Gehirn, aber wahrscheinlich auch in Ronnys, doch ziemlich heftig eingebrannt. Und wie sieht es denn dieses Jahr aus? Oh nee, mittlerweile gar nicht mehr so. Dadurch, dass die Saison gesehen dann so erfolgreich war. Ja gut, aber dadurch, dass du jetzt weißt, sofort weißt, was ich rede, musst du dich ja sofort dran erinnern. Also ist es auch eingebrannt. Ja, sicherlich. Wobei ich, das hatte ich auch schon damals gesagt, für mich ist dann eher das Traumata 2008 noch größer. Aber weil das natürlich auch noch mein erstes Langstrecken-Event überhaupt war, und das ging ja dann genauso knapp zu. Ja, klar, hofft man, dass man, wenn es jetzt wieder so enge Dinge gibt, Rennen gibt, dass man die auch mal dann für sich entscheidet und nicht immer nur Zweiter ist, aber da das hier eben eine Serie ist und nicht nur ein Rennen, heißt das auch ganz klar, gut, dann muss man in dem Fall sich nicht drüber ärgern über einen zweiten Platz. Da hat man nichts verloren. Sicherlich, klar, jeder freut sich über einen Sieg, und wenn man die Möglichkeit hat und die Fähigkeiten hat, um einen Sieg zu kämpfen, dann will man das natürlich und ist natürlich im ersten Moment klar enttäuscht. Wir haben auch unsere Lehren gezogen daraus. Also Ronny, egal was komme, muss auf jeden Fall im letzten Stint im Auto sitzen. Genau. Und wenn er festgetaped wird, das macht dann auch nichts, aber nein, also wir. Also ich weiß es nicht, ob er sehr viele U18 haben, sonst hätte ich gesagt, bind ihm die Klöten ab. Dann hat er auch Zeit zum Simracen. Ich bin mal wirklich gespannt. Also natürlich aus meiner Sicht was Besseres als das, was ihr da abgeliefert habt, egal jetzt wie es ausgegangen ist, gibt's gar nicht. Also nach 24 Stunden innerhalb von 6/10 über Startziel zu fahren oder 8/10 oder was es war, und das auch nur, weil du das Gasrad weggenommen hast dann im letzten Sektor. Mehr geht nicht. Also man kann vielleicht noch nebeneinander überstarten, über die Ziellinie fahren, aber nee, also das war schon wirklich ganz, ganz grandios. Und ja, wir werden sehen, was dieses Jahr passiert. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen veränderte Konkurrenzsituation. Also wenn ich mir jetzt so angucke, ja gut, die üblichen Verdächtigen sind da vorne. Was war denn, oder was ist der Bogosch? Der war ja teilweise richtig gut unterwegs. Jetzt habt ihr eben eine knappe halbe Sekunde abgenommen. Wenn ich das mir jetzt alles so anschaue, was würdest du denn meinen? So vom Kfz-Teile, klar, die Teams sind ehemals, glaube ich, X-Faktor, wenn ich mich nicht täusche.
All-Star ist jetzt alles so ein bisschen gemischt. Suicide Motorsport, RML fährt da vorne relativ mit rum. Aber auch ein David Putzke ist. Aber gut, der hatte ja auch schon einige Achtungsergebnisse letzte Saison. Wo siehst du denn so die Hauptkonkurrenz? Ja, ich glaube, du hast sie eigentlich genannt. Ja, also, was soll ich noch alles dazu sagen? Also, ich meine, es kommt dann natürlich auch darauf an, jetzt durch den Manager-Modus ein schlechtes Rennen, und da sind ja nicht nur Punkte weg, sondern da ist dann auch entsprechend Geld weg, und unter Umständen, je nachdem, welchen Sponsor man gewählt hat. Es kommen so viele neue Dinge hinzu, aber also wenn man sich das Fahrerfeld so ansieht, also Kfz-Teile definitiv, 3-Wide und Skype Racing mit Massiv Hasnicki würde ich eigentlich auch noch mit in den Favoritenkreis nehmen. Und klar, das ist ja jetzt hier eh nur ein Qualifying, und vielleicht auch hat nicht jeder im Team einen Qualifier drin. Ich bin zum Beispiel auch keiner, ich kann das nicht. Brauche immer 10 Runden, bis ich warm werde, und so viele Runden kann man eben nicht drehen am Stück. Und eben, also die üblichen Verdächtigen. Ja, also. Ja. Der Christian Lehmann schreibt mir gerade, ob wir mal Zeit hätten für Support. Willst du das machen oder willst du hier noch ein bisschen was erzählen? Dann gehe ich schnell hoch. Nee, ich gehe mal hin, ja. Okay. Ja, wie gesagt, kommst dann nachher einfach nochmal runter, Sebastian, das passt schon. Das ist halt das, was wir morgen auch noch des Öfteren haben werden. Jetzt mal meine Frage, also sprich, dass hier mal der, wenn der Sebastian hier sein sollte oder ich halt dann auch mal halt in den Support gehe. Das war die letzten Rennen nicht anders. Und ja, Christoph, hast du Lust morgen? Oder wenn keine? Ich darf, also... Ach, du darfst immer, das weißt du doch. Du warst nur beleidigt, ja? weil ich zu Le Mans den Charlie mit eingeladen habe. Ich war aber gar nicht beleidigt, klar, hat dir das erzählt. Ich weiß, dass man dir tonnenweise, waggonweise hat man dir Tempos geschicken müssen. Ich weiß das ganz genau. Ja. Nein, weil natürlich du dich selber losgeschickt hast, oder wie? Nee, ich nicht. Ich wusste ja gar nicht davon, dass du so traurig warst. Nein, natürlich kannst du jederzeit, ich meine, du hast hier, ja, wie soll ich das sagen, es ist jetzt nicht, es ist, du gehörst hier einfach mit her, das ist einfach so. Also von daher, jederzeit, auch ohne, ich meine, du hast hier, wir haben uns manchmal Wochen nicht gehört und zu einem Renntag warst du einfach da, ohne dass da irgendwas abgesprochen wurde. Das hat bisher noch kein anderer gemacht. Und du kennst die Leute, du kennst die Fahrer, die Teams, du kennst Simracing.org und du kennst dich im Motorsport gut aus. Also warum sollst du nicht hier moderieren dürfen? Also gerne und immer, und mich würde es insbesondere deswegen besonders freuen, weil wir morgen keinen englischen Stream haben. Das heißt, ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass der Ivan Rico und der Ferran Grau, die ja in Le Mans einen sensationell geilen Job gemacht haben, hier wieder ein bisschen mitmischen, zumindest dann temporär, also auf einem Stream dann uns oder mich dann mal ablösen. Aber der Ferran sagt, er fährt selber und fährt sehr viel, das ist relativ viel eingeplant. Und der Ivan ist in Kanada. Also, und das ist natürlich, hatte ich so nicht mit gerechnet. Und da müssen wir morgen irgendwie über die Zeit kommen. Und da wäre es natürlich schön, wenn du dann da auch mal mit da wärst und das auch mal ein Stündchen alleine machst. Ja, wir kriegen die Zeit schon rum, ne? Ja, geh mal, Christoph. Das freut mich. Ja, das wird schon klappen. Na klar. So, wie gesagt, hat mal irgendeiner geguckt auf Simrace.TV, wie viele Zuschauer wir haben? Das würde mich mal tatsächlich interessieren, weil ich habe tatsächlich über Facebook relativ, also für ungewöhnlich viele, das sind jetzt keine Hunderte oder 3000, sondern einfach ungewöhnlich viele Zuschriften gekriegt, ob das freie Training am Dienstag gebroadcastet wird. Das haben etliche geschrieben und sie wären halt totale Fans dieser Serie. Und da habe ich so gedacht, haben die sich verabredet oder was soll das? Und tatsächlich, hatte ich dann ein oder zwei hatte ich dann geantwortet, dass wir heute hier das Qualifying haben. Und ja, super.
da freuen wir uns drauf. Das muss ich sagen, das fand ich natürlich ganz toll, weil im Vorfeld einer Serie solch einen Response hatte ich eigentlich nicht erwartet. Und ja, deswegen wollte ich jetzt mal, ja, 92. 92 Zuschauer, also mit um die 100, schreibt mir der Markus Erbe. Markus Erbe, den haben sie echt ausgegraben, der müsste eigentlich Markus Erde heißen. Also ich freue mich total, den Knaben hier wiederzusehen. Wir erinnern uns auch da an Notops und ich glaube, der Markus, der war schon 2008 mit dabei. Mit der Firma Hähne plus HP und wie sie alle hießen. Ja, total geil, genauso wie Thomas Panthöver da auch wieder mitmischt. Also ich bin schwer begeistert, dass das alles so wieder funktioniert. Grandios. Wirklich, wirklich grandios. Welt ist ein Dorf. So, jetzt haben wir den Ronny hier mehrfach gesehen, aber hier passiert jetzt nicht wirklich was. Auf den Plätzen passiert jetzt nicht wirklich was. Jetzt weiß ich nicht, ob die sich für die letzten 10 Minuten hier nochmal irgendwas ausgedacht haben. Ja, aber beachte mal, 1 und 2, der Abstand. Eben waren es noch 2 Zehnte und ja, jetzt sind es nur noch 82.000. Ja. 82.000, richtig. Also Daniel Hage kommt so langsam ran, nicht, dass es ein Herzschlag alle wird, wie wir es letztes Jahr schon mal hatten. Ich glaube, das war sogar auch ein Spa, ne? Ja, ja. Wo es in den letzten Sekunden entschieden hat. Ja, ja, da hat der Alex Piccolo von Witchwood den Sebastian Röhne überholt. Und unten kurz vor der Blanchiment. Und ja, mein Gott, wie gesagt, also dieses Mal, also wenn wir so enge Qualifyings haben, haben wir in der Regel auch ein sehr, sehr enges Rennen. Natürlich ist immer die Frage, wo ist der Sim-Racing-Gott? Man kann ja gar nicht Racing-Gott sagen, obwohl man könnte schon auch Racing-Gott sagen. Und ja, muss man ein bisschen schauen, wie viel technische Probleme die Teams haben, sprich Disconnects oder ja, Unfälle, keine Ahnung, Fahrerwechsel funktioniert nicht, was auch immer. Und das sind natürlich dann immer so die Unbekannten eben hier. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir, da wir ja nun letzte Saison schon sehr, sehr viele Möglichkeiten hatten, hier auszutesten, die Strecken, die Performance der Mod und also auch der Strecke natürlich. Und dann natürlich das eigentlich beste Entwicklung, die es überhaupt für Simracing gegeben hat, von Marcel Offermanns von Simracing Fallen, das Rejoin-Plugin. Also das ist natürlich grandios und ich glaube, auch nur damit ist es möglich, einigermaßen frustrationsfrei solche 24-Stunden-Rennen oder Langstreckenrennen veranstalten zu können. Und wer wüsste es besser als wir? Frustrierend es ist, wenn von 40 gestarteten Teams irgendwie 12 ins Ziel kommen. Upsala! Boah! Ein böser Abflug hier, aber wirklich böse in der Blanchiment. Also ich weiß, man hat da ein bisschen dran gearbeitet an dieser Stelle, weil es schon ein kleiner Vorteil ist, wenn man sich dort in der letzten, was ist das, ja, in dieser Linkskurve so ein bisschen raustragen lässt. Und dann da, nee, was ist denn jetzt? Rechtsrum geht's, ne? Nee, linksrum geht's. Ja, schon in diesem Linksbogen. Ja, ja, ich, es ist immer blöd, wenn du vor einem Monitor sitzt, wo du von vorne auf die Kurve guckst. Also das Auto auf die Kurve kommt. Ja, und für solche Einschätzungen habe ich einfach zu viel Östrogen, dass ich das vernünftig könnte. Ich muss auch die Karte immer drehen. nee. Also, das ist natürlich, und man sieht es hier schon, wie die Autos arbeiten, wie das Fahrwerk arbeitet. Also, ich glaube nicht, dass wir das letztes Jahr, also das wäre mir ja, glaube ich, aufgefallen. Und wir haben ja noch was. Also, jetzt haben wir den Sebastian so ganz doll gelobt, aber auch der Carsten Wilhelm hat hier sensationell geil gearbeitet. Ihr werdet es sehen, wenn es morgen dunkel wird. Wir haben jetzt auch wie in der Realität die leuchtenden Numberplates. Also die Leuchtenden in der Nacht, das heißt, wir haben auch als Moderatoren so ein bisschen mehr die, wir sehen halt, um welches Auto es sich handelt, auch wenn es Zapfenduster ist. Also ganz, ganz großartige Arbeit, da nur ab, er hat noch deutlich mehr gemacht an diesen Autos. Da ist eine Menge gearbeitet worden, da sind auch etliche Fehler ausgebügelt worden, die in der Mod noch waren. Ja,
natürlich dann eine ziemlich großartige Geschichte. Ich sehe gerade, der Sebastian hat da oben richtig Stress. Da sind mittlerweile 3 Leute bei ihm im Support. Also wollen wir hoffen, dass das jetzt nichts allzu Dramatisches ist. So, Herr Hake ist jetzt, ja, auf der Gezeiteten. Hast du jetzt gerade eben mal eine Zwischenzeit gesehen? Ich nämlich nicht. Jedenfalls nicht. Ja, aber er hat eben einen Fahrfehler gemacht. Ah, okay. Also sollte nicht mehr so die Topzeit sein, aber ja, der zweite Sektor, das war auch schon wieder eine Sektorzeit. Die Runde wird nichts, bei 82.000 ja, Abstand. Ja, er kommt in die Box. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es ja schon erwähnt, letztes Jahr war so eher Audi und Ferrari so die Lieblingsmarke der Teams. Diese Saison kann man ja zwar wechseln, aber es kostet dann ordentlich Asche, auf gut Deutsch gesagt, also richtig viel Geld. Da kann man nicht so eben sagen, ach ja, für das Rennen nehme ich mal das Auto und für das nächste wiederum ein anderes, ja. Genau, weil der besser aussieht, besser anhört, was weiß ich, ja. Das ist dann richtig mit Kaufen und Verkaufen. Und natürlich allein schon die Sponsorenauswahl. Da haben ja viele Teams teilweise wirklich überlegt und nochmal umentschieden, ja, welchen Sponsor sie denn jetzt eigentlich nehmen. Ja, es gab ja irgendwie 4 verschiedene. 3. 3, Entschuldigung, 3. Ja, wir hatten früher hatten wir 4. Das ist richtig. Ja. Und da haben wirklich einige Rechenspielchen gemacht. Ja, wo schätzen wir uns ein im Gegensatz zu den anderen 40 Teams? Und da sind schon Köpfe geraucht zum Teil. Ja, das war. Ja, also vielleicht für die Erklärung unserer Zuschauer, die das noch nicht so verinnerlicht haben oder das nicht kennen können, weil sie mit der Rennserie bisher nichts zu tun hatten. Also Grundlage dieses Manager-Modus ist ein System von fiktiven Sponsoren. Also diese gibt es natürlich nicht wirklich. Aber jeder, das ist halt ein Sponsor, den das Team wählen kann. Und jeder Sponsor sponsert in anderer Art und Weise. Also wenn man ein sehr, sehr performantes Team ist, ziemlich sicher ist, dass man permanent in die Top 3, Top 5, Top 10 fährt, kann man einen speziellen Sponsor wählen, der für genau diese Ergebnisse besonders viel Geld zahlt. Wenn man nicht so wahnsinnig gut ist, kann man einen Sponsor wählen, der nur einmalig eine sehr hohe Summe zahlt, aber dann über die gesamte Saison gar nichts mehr und so weiter. Also von daher musste man sich als Team wirklich überlegen, was mache ich? Suche ich mir einen Sponsor, der, was weiß ich, so und so viel Geld pro Punkt bezahlt oder so und so viel mehr Geld bezahlt für eine Position unter den besten 10? Also das sind halt so die Sachen, die hier im Ganzen zugrunde liegen und ausgedacht. Ja, die Idee stammte ursprünglich mal von mir, noch damals in der GTR Racing League 2009. Sind wir das dort gefahren mit diesem Manager-Modus, allerdings noch bei weitem nicht so ausgefeilt, wie er heute ist. Und der Achim Enbach hat das damals, da habe ich ihn damals eigentlich kennengelernt. Er kam ja dann zu Simracing.de damals, also zu Simracing.org eigentlich, und hatte dann gesagt, okay, ich mache dir das, das habe ich sogar damals bezahlt. Also ne, da habe ich sogar Geld für bezahlt, weil ich das so geil fand. Und irgendwann waren wir dann so gut befreundet, dass er kein Geld mehr dafür genommen hat. Und, oder es ist einfach die Sprache nicht wieder drauf kam. Und wir haben dann, der hat das einfach aus Spaß und Freude, 2010 hat er dann, nachdem ich hier diesen Simracing.org Domain registrieren konnte, hat er das übernommen und hat dann mit Joachim Politzer zusammen die erste Multileague veranstaltet. Also die Multileague selber ist die Idee vom Achim. Und beziehungsweise von Jopo und diese ganze Konstellation, wie das dann so ins Laufen kam, das war natürlich dann mit der Bekanntheit von Simracing.de sind wir dann halt auf die Plattform Simracing.org gegangen, haben gesagt, okay, hier machen wir jetzt Meisterschaften, auf Simracing.de bleibt Le Mans. Irgendwann haben wir dann festgestellt, das ist ja alles Blödsinn, wozu 2 verschiedene Plattformen betreiben, die eigentlich alle dasselbe machen, mit denselben, zumindest mit denselben Leuten, warum müssen die sich auf 2 verschiedenen Webseiten registrieren? Also machen wir das jetzt alles auf Simracing.org. Das ist eine internationale Domain und wir machen halt alles das, was hier Spaß macht. Und momentan ist es halt die GT3 und natürlich dann die legendären 24 Stunden von Le Mans. So, wie sieht es jetzt hier momentan aus? Ronny Hähne.
nach wie vor auf der 1 von Daniel Hake und Stefan Karnes. Also da hat sich, war, ja gut, Hake ist etwas näher an Hennel rangekommen, aber Karnes dadurch weiter weg. So wahnsinnig viel mehr passiert. Aber letztendlich ist Karnes mal gerade 3,5 Zehntel hinter dem Führenden. Also nah oder weit ist das auch noch nicht. Daniel Schüch, eine halbe Sekunde hinter dem Führenden. Marius Bert 0,656 dahinter. David Putzke 0,9 dahinter. Also das ist alles so. Und ich glaube, dass Matthäus Bogusch nicht auf dem hier bei mir geführten 7. Platz oder hier im Ranking auf der 7 ist. Weil der hat nämlich sachlich nur 0,572 Sekunden Rückstand. Jedenfalls wird es mir hier so geführt. Und das werden wir dann am Ende sehen, wo der jetzt eigentlich ist. Ich hoffe mal nicht, dass die mit 2 Autos drauf sind. Das wäre natürlich ganz bitter. So, wir haben noch 18 Minuten. Fahren wir mal hin zu dem Bogusch. Mal gucken, was da ist. Also, ja. Genau. So, morgen bin ich dann auch wieder in Skype. Ich hoffe, ihr schreibt jetzt nicht, weil ich glaube, das ist nur in meinem Firmenrechner an, das Skype. Morgen können wir dann auch wieder über Skype chatten. Ich schaue mir mal so gerade die Abstände zwischen den einzelnen Fahrern an. Da muss ich sagen, also teilweise sind da ja nur 9 oder teilweise auch nur 3000ste Unterschied. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. 3000ste auf 7 Kilometer und 4 Meter. Und das ist gar nichts, 3000ste. Das ist ungefähr so, als wenn 21 Fahrer innerhalb von einer Sekunde sind. Das ist nichts. Ich glaube aber, dass das hier ein Problem gibt. Also ich denke mal, dass das die korrekte Reihenfolge ist, jedenfalls auf den hinteren Plätzen nicht, weil ich sehe hier etliche Stände, zum Beispiel Daniel Schmidt auf Platz 14 mit 2,777 Sekunden Rückstand und dahinter fährt Sebastian Deck, der lediglich 1,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze hat, laut unseres oder meines Timings hier. Also das kann ehrlich gesagt nicht ganz hinhauen. Also laut und meines Timings hier, was dieser R-Factor Live View ist, steht hier Daniel Schmidt 1,428 Sekunden hinterm Führenden und Sebastian Deck 1,432 Sekunden. Ja, siehst du, dann stimmt meins nicht, weil bei mir wird er mit 2,277. Aber ich sehe gerade an der Gesamtzeit, ja, er hat auch eine langsamere persönlich beste Runde als Sebastian Deck und steht aber trotzdem vor ihm. Also gut, das kann jetzt sein, dass hier in dem R-Factor-Monitor durcheinander gekommen ist. Also, wenn das Live-Timing funktioniert, dann ist es ja immerhin schon mal was. So, aber wie gesagt, wir sind hier gespannt, was Bogusch noch reißt. Ich könnte mir vorstellen, dass der... Oh, jetzt muss ich hier aber gerade was getan haben. Nee. Aber wenn wir mal schauen, Christian Sens ist eine Tausendstel, wobei ich das nicht so ganz verstehe. Warum ist der jetzt auf 7? Ah, Matthäus Bogusch ist auf die 5 gefahren. Jetzt fängt es so langsam an und ja, das würde jetzt auch von den Abständen passen. Also auf wen auch immer der Christian Sens eine Tausendstel Rückstand hat. Ja, auf Julian Siebenbiedel, genau. Also Christian Sens ist nicht auf der 7. Wo wird der bei dir geführt im Lifetiming? Ja, bei mir wird er auf der 7 geführt, der Christian. Ja, hinter Marius Bert auf der 6. Ja, richtig. Ja, Marius Bert ist mittlerweile 6. Das ist wahr. Weil Daniel Schüch hat sich hier deutlich verbessert. Das haben wir das ist völlig entgangen. Der ist nämlich jetzt auf der 4. Und das dürfte jetzt aber seine Inlap sein bei der Zwischenzeit.
Da war er wohl eben nochmal bei McDonald's, weil 18 Sekunden, das ist ja rekordverdächtig. Also ich habe auch vorhin mehrmals das Problem gehabt, dass ich exorbitant schnelle Zwischenzeiten hatte. Also Karnitz wurde mir dann mit der zweiten Zwischenzeit mit 5,6 Sekunden Vorsprung angezeigt. Auf die schnellste Rennrunde sein, was natürlich völliger Schwachsinn war. Dann wäre der hier eine 2.10 gefahren oder so. Ja, wir sehen aber jetzt 14 Minuten vor Beendigung des Qualifyings ist ordentlich Betrieb. Also wenn wir mal so gucken, wie viele Fahrzeuge in der Box sind. Okay, jetzt kommen natürlich wieder ein paar mehr rein, um nochmal aufzutanken und Reifen drauf zu machen. Aber eben gerade hatten wir fast alle Fahrzeuge auf der Strecke und stellt euch mal vor, 7 Kilometer und 40 Autos, beziehungsweise 36 haben wir jetzt hier, die da jeder hat. Ja, das ist schon ziemlich cool und ich sag mal, es sind alle da. Also das ist auch faszinierend, es sind zwar deutlich mehr angemeldet, aber es durften ja nur 36 starten und die sind auch alle da. Also, Hammer. Ja, und der Sebastian hat da oben gut zu tun. Jetzt ist David Trueber und Dominik Ketra bei ihm. Das sind... Ja. Man sollte übrigens dazu sagen, jeder, der denkt, dass die Startposition im Qualifying für das Rennen entscheidend ist. Nein, wir erinnern uns, du ja auch, Lutz, Sim Racing for Holland letztes Jahr in Spa. Aha, genau. Also Platz 27 auf 3, ja. Genau. Und das ist krass und ich weiß gar nicht, haben so einige gerätselt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, es ging mit rechten Dingen zu. Aber wenn man auch so verrückte Fahrer wie ein Wilfried van der Bring und noch so einige andere hat, dann wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Ja gut, das lag einfach daran, dass die Jungs am Qualifying-Tag kein Setup hatten. Und ich meine, heute können wir es ja sagen, ein Fahrer von X-Factor hat ihnen 2 Stunden vorm Rennen ein Setup gegeben. Und das passte. Und zwar hundertprozentig. Und deswegen ging das so gut nach vorne für die Jungs. Aber grundsätzlich muss ich dir fast ein bisschen widersprechen. Natürlich ist Qualifying beim 24-Stunden-Rennen nicht wahnsinnig wichtig. Aber es ist schon von Vorteil, wenn man möglichst weit oder ziemlich weit vorne steht. Einfach weil man dann dieses ganze Getümmel nicht hat. Also wenn man sich erstmal durchs ganze Feld durcharbeiten muss, verliert man erstmal sehr, sehr viel Zeit, die man dann wieder mühsam rausfahren muss. Und dazu gehört es aber auch, dass man schneller ist als die Spitze. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, je weiter man nach vorne kommt, desto schwieriger wird es, Zeit gut zu machen. Also von daher ist das natürlich immer so eine Sache. Wenn man hier einmal vorne, also es ist immer ein guter Indikator, dieses Quali. Es ist nicht ausschlaggebend, es ist kein in einem Sprintrennen, dass man sagt, okay, wenn der jetzt in Monaco ganz vorne steht, dann sehr wahrscheinlich, dass der sehr gut auch im Rennen platziert sein wird, so wenn keine Unfälle passieren. Und jetzt los hier. Wollen die wieder ohne Ende hier auf dem Server? Ja, wie gesagt, und das ist halt so eine Geschichte. Also man hat schon einen Vorteil, wenn man gerade in so einem großen Starterfeld doch ein bisschen weiter vorne steht. Ja, und wie hat man ein deutscher Motorsport-Kommentator gesagt? Man möchte nicht in der Todesgruppe sein, die ja so im Mittelfeld ja immer so ist. Aber wir erinnern uns, für die, die das reale 24 Stunden Spa-Francorchamps angeschaut haben, dieses Jahr, da hat sich ja vorne der in Führung liegenden Ferrari sich in der Eau Rouge gedreht und wirklich alle 55 andere GT3s haben es geschafft, nicht reinzufahren. Ja. Also, okay, hier wird es nicht passieren, ja. Hast du. Das sag ich. Und solange du einen Stefan Karnitz im Starterfeld hast, der jeden trifft, der irgendwo steht. Spa 2008 unter anderem. Nicht nur der, in allen Rennen, die wir bis jetzt gesehen haben, hat er irgendwelche verunfallten Fahrzeuge getroffen. Wenn nicht er, dann der Micha Reiter. Also, so, das geht jetzt hier mal
Abseits für den Herrn Schüch. So, jetzt haben wir den auch lange genug gezeigt. Wir gucken mal nochmal so ein bisschen nach vorne. Daniel Hake, bei ihm hakt es immer noch so ein bisschen mit den 82.000stel auf den Ronny Hähnel. Deswegen gucken wir uns in den letzten 9 Minuten hier mal so ein bisschen die Führung, die Spitze nochmal an. Also ich denke mal, der Ronny wird wohl auch auf der Strecke sein. Ja, der kommt jetzt gerade in die Box, der holt sich jetzt auch nochmal frische Reifen, um gegebenenfalls hier nochmal reagieren zu können, sollte Meister Hake da irgendwie schaffen, ihm diese 84.000stel abzunehmen. Ich hoffe, dass das Bild bei euch nicht auch immer stehen bleibt hier in der Blanchement. Ich weiß auch nicht, wer die Kameras verändert hat. Die Kameras an sich sind wirklich gut geworden, aber ja, die fixen Kameras sind alle weg. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil die waren akkurat ausgerichtet. Aber gut, damit müssen wir leben. Ganz kurz, 4 Plätze hat sich übrigens vorhin gerade der Julian Siegenbiede für die LSF Racer verbessert. Von der 11 jetzt auf der 7. Also da sieht man, dass man bei 1-2 Zehnte schon ein paar Positionen oder Quantas heftig, oder? Nee, ja, ich glaube, das ist, ja, das glaube ich so ein bisschen. So, jetzt geht's aber mal hier ans Eingemachte. Wir haben jetzt noch 7 Minuten 45 bei einer Rundenzeit von über 2 Minuten, von 2 Minuten 15. Ja, sind das vielleicht noch 3 Runden, wenn er sie am Stück fahren kann, wenn er nochmal in die Box will. Mau. Kann er noch 2 Runden fahren. Entscheidet es ja natürlich, jetzt wären natürlich die Zeiten die Qualifying-Fahrer, aber man muss ja auch daran bedenken, die Fahrer, die jetzt im Auto sitzen, werden morgen dann auch den Start fahren. Und da haben wir in der letzten Saison ja auch schon so einige Wechseleien noch zum Schluss gesehen, dass dann doch eher der konstantere Fahrer gefahren ist, als der ganz schnelle als Beispiel. Ja, das Problem ist, wir alle wissen, welche fahrerischen Qualitäten der Ronny Hähnel hat. Und wenn der den ersten Stint fährt, dann bleibt den anderen eigentlich gar nichts anderes, als auch ihre Schnellsten ins Auto zu setzen, weil sonst fährt der Ronny mal locker schon mal 20 Sekunden raus und vielleicht sogar mehr. Und dann ist natürlich man blöd. So, das kann ihm wahrscheinlich mit dem Daniel Hake und mit dem Stefan Kahnes, gelingt ihm das nicht so einfach als Verfolger oder auf den Plätzen. Also das muss man abwarten, wie die Teams, ich meine, klar, die rechnen auch alle, aber wir haben auch gesehen, dass ein Ronny Hähnel auch schon mal gut 4-5 Stunden am Stück fährt, genauso wie ein Sebastian Röhn das auch mal macht, wenn Ronny irgendwo pennen gegangen ist oder, ja, nicht mehr kann, das hat man ja auch schon mehrmals. So, jetzt kommt Hake aber nochmal rein, so, und hier fährt einer ganz bequem, gemütlich in die Box. Der wusste wahrscheinlich noch nicht so richtig, so, Hake holt sich jetzt definitiv nochmal frische Reifen, wird Minimum Sprit an Bord haben. Ach, eine Corvette haben wir auch im Feld, sehe ich gerade, oder? Ja. Nee, das Corvette? Ist eine Viper, oder? Nee, eine Viper haben wir. Ja, ja, die Viper, genau. Das ist sogar das Schönste von allen Autos, also vom Modell her. Das ist so ein geniales Modell. Wir haben schon das Modell, was es eigentlich erst nächstes Jahr gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Richtig, richtig. Und das ist auch kein Modell, was in der Blancpain-Serie enthalten ist. Aber es gab von Dominik Farnbacher kürzlich die ersten Testfahrten in der GT3 Viper. Und die sollen richtig gut gelaufen sein. Also das verspricht doch schon mal sehr viel für nächstes Jahr. Die GTE Viper schlägt sich ja an der RMS ja richtig gut. Mittelfeld, aber ne? Ich meine, fürs erste Jahr. Ja, im Gegensatz zu manchen anderen. Das war ja nicht immer so. So, Ronny ist draußen, kann sich aber auch jetzt nicht mehr so wirklich, aber zumindest kriegt man jetzt hier keine utopischen Rundenzeiten, Sektorenzeiten mehr angezeigt. Das ist schon mal ganz ordentlich. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt geht's hier runter und gleich wieder. Ja, nicht gleich, also noch ein paar Meter bis zur zweiten Zwischenzeit.
Aber es ist schon wirklich, wie viele Jahre ist der Bengel jetzt schon dabei und wie viele Jahre fährt der ganz vorne? Das ist schon wirklich irre. Also echt schön mit anzusehen. Freue mich halt auch wirklich, dass er, wenn er fährt, dann auch immer hier unterwegs ist. Dein Vater übrigens auf der 21. Position, also sollte man auch erwähnen. Der Manuel. Ja. Auch immer wieder für ein Späßchen gut. Der ganze Mann ist ein Späßchen. Also es war freundlich gemeint. Ja, ja, mit Manu kann man schöne Abende verbringen. So, am Nürburgring. Oh, das war jetzt, glaube ich, suboptimal. Oder ist das tatsächlich so gewollt? Ja, es kann schon sein, dass das so gewollt war. Eine etwas ungewöhnlichere Linie. Aber gut, das ist jetzt hier mit der Rundenzeit sicherlich nicht mehr ganz so dramatisch. Wir gucken mal zu Daniel Hake. Der müsste jetzt auch im letzten Sektor sein. Genau, der kommt jetzt gleich zu seiner... Ja, nee, er ist auch vorne vor diesem... Wer ist da hinter ihm? Daniel Schüch und... Ah, und Fran Morales ist auch dahinter. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Schüch kann das natürlich jetzt wunderbar sich hin. Schöne Windschatten von Hake. Und hier war ja immer die große Frage. Lässt man sich hier raustreiben auf den Curb oder nicht? Ich glaube, letztendlich hat man sich dafür entschieden, das nicht zu tun. Und da ist auch noch mal, ist das Karnitz hier in dem Porsche davor? Und ja. Hake hier mit Bestzeit im ersten Sektor. Ja, jetzt kracht es nochmal richtig. Jetzt kann er nur beten, dass ihm kein langsameres Auto vor der Nase rumfährt. Daniel Hake fährt Sektorenbestzeit im ersten Sektor. Der macht Platz hier, der hat's mitbekommen. Rewrite war das. Mario fährt Position 6 aktuell. Irgendwo müsste er noch. Volles Risiko hier, aber wirklich volles Risiko. Das sieht alles sehr, sehr sauber aus bis hierher. Ja, jetzt kommt erstmal die zweite Sektorzeit. Dann wissen wir es, ob es noch grün ist. Nee. Das ist ja Wahnsinn. Was hat der Händel da für einen zweiten Sektor hingelegt? Also überleg mal, der hatte 0,17 Zehntel Vorsprung. Jetzt lässt das auch hier, oder? Holt er hier aus? Ja, er lässt es. Also er kann noch mal über Start und Ziel. So, Karnitz. Noch mal auf eine schnelle Runde. Das ist definitiv seine letzte. Die Zeit läuft jetzt ab in 30 Sekunden. Ich freue mich total, dass ein Porsche wieder mit vorne bei der Musik ist. Das war ja letztes Jahr deprimierend. Ein Porsche hatten wir teilweise nur von Independent Sim Racer. Ja, aber der fuhr auch immer ganz hinten. Also das war ja, ist ja völlig egal wie viele. Hauptsache ist einer mit vorne dabei. Das ist ja erstmal so. So, Karnitz hier auch mit Bestzeit im ersten Sektor. Nicht ganz so schnell wie Hake, aber Hakes Bestzeit wurde ja nicht angerechnet, weil er die Runde nicht zu Ende gefahren ist, beziehungsweise die Runde insgesamt nicht die schnellste Rennrunde wurde. Während immer nur die Sektorenzeit der jeweils schnellsten Rennrunde, Qualifying-Runde genommen, gewertet. Als Referenz. So, und jetzt ist es halt die Frage. Also das ist wirklich das entscheidende Stück hier auf dieser Rennstrecke.
Und vor allem, man ist hier sowas von am Grenzbereich. Nur ein Tick zu spät, bremsen, Gas geben, einlenken, was auch immer. Und die Zeit ist zum Teufel hier. Und auch er, genau die, fast der gleiche Verlust hier im zweiten Sektor. Nur für Karnitz kann es sich noch ausgehen, wenn er das jetzt nach Hause fährt, wäre er ganz, ganz knapp dran an Daniel Hake. Wir gucken mal ganz kurz zu Hake, was da auf der Uhr steht. Der kommt jetzt hier auch gerade zur Zwischenzeit. Nee, der ist schon durch. Von der Zeit. So, gucken wir mal, was Karnitz hier auf der Startziel jetzt für eine Zeit fährt. Platz 3, es bleibt dabei. Daniel Hake. Ja, hier werden jetzt 1,225 Sekunden angezeigt. Ich mag es fast nicht glauben. Na, er fährt auch in die Box. Eventuell ist Daniel Schüch noch offen auf der 4 liegend, aber nee, das nee, sieht mir auch. Der kommt auch in die Box. Ja, ich denke mal, im vorderen Feld ist das so mehr oder weniger gegessen. Nikolai Essig, der muss jetzt noch einmal rum. Radek Zukowski im McLaren. Ja, die beiden haben eben die Position getauscht. Also Essig auf der 9 jetzt und ja. Zukowski auf der 10. Ja, aber Zukowski kann nicht mehr kontern. Ich glaube nicht, dass das noch eine gültige Zeit ist. Nee, das ist auch langsam. Ja, da hat sich noch ein McLaren ordentlich zerlegt. Haben wir im Hintergrund gesehen. Ja. Nee, also sehen wir es auch deutlich auch direkt ab, genau. Muss man übrigens aufpassen bei der Boxeneinfahrt. Wir haben ja schon gesehen, wie eng die ist. Also zwei passen da definitiv nicht. Wir haben auch schon sehr, sehr spannende Manöver dort gesehen. Ja, so sieht's aus hier, liebe Freunde. Wir sehen die grandiose Boxenanlage, die obere, die T-Box. Wobei wir nutzen aber die beide Boxenanlagen. So. Ungern nur Tour, aber damit wir auch so ein bisschen die Teamnamen hier sehen. Also, Notox steht vor Kfz-Teile Team 1 und Kfz-Teile Team 2. Ich will es mal komplett sagen, Kfz-Teile 24 Simracing. Also Team 1 vor Team 2. RML Team 1 auf der 4. Auf der 5 haben wir Federsport Poland. Also das erste, das beste nicht deutsche Team auf Platz 5. Hätte ich mir schon noch ein bisschen besser gewünscht. Three White Motorsport auf Platz 6, LSF auf der 7, die Independent Sim Racer auf der 8, auf der 9, das dritte Team von Kfz-Teile, Sim Racing, Skype Team Racing hier auf der 10, auf der 11, R4R mit Brandon Kasmarik, Skype Team Racing 2 auf der 12, auf der 13 haben wir Sebastian Deck mit WUD Multigaming. Dann auch sehr schön zu sehen, die beiden Rowe Simracers Team. Diesmal Team 2 vor Team 1 auf Position 14 und 15. Matthias Leibold auf der 16 für Independent Simracer 2. Andreas Leikam für das dritte Team der Independent Simracer auf der 17. Auf der 18 haben wir Fran Morales für MSRF 2 Motorsport. Notox 2 mit Manuel Hähnl auf der 19. Oh, da hat sich jetzt gerade noch was verschoben. Der ist noch auf die 18 gefahren. Bitchwood, sehr enttäuschend, auf der 19, auf der 20. Wilcrave Motorsports, Banzai Motorsports mit den Markus Vogt, auch ein bisschen enttäuschend für mich, auf der 21. Alexander Rüth, weiß ich noch nicht, RML Rüth, okay. Racing Team 3, R-Factor Sim Motorsport. Hier mit Sergio Mengual auf der 23, auf der 24, Gilbert Gamacci für Ace Racing GT. RML Team 2 mit dem Nico Negele auf der 25, Ingo Schmidt
für KS SSR Motorsport auf 26, auf der 27 der Alex Rinas, für Accuri Sim Motorsport AMR, Simrace Phi, ja, mit Miguel, Miguel Vasquez, da muss ich mich echt sowas von dran gewöhnen. Hassan Buris für Virtual Endurance Racing, besser bekannt als VE Racing. Dann haben wir hier DR Motorsports auf der 30. So, die anderen, die hier zu früh runtergegangen sind, die haben einfach mal ein Problem. Und wir sagen herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen. Und zwar ab ca. 14 Uhr beginnen wir hier mit ein bisschen Einstimmung, ein bisschen Musik und ein paar Videos, wenn wir dann noch welche haben. Und dann werden wir ab 15 Uhr das Rennen übertragen. Christoph, ich würde mich sehr freuen, wenn du 15 Uhr da wärst. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, das freut mich doch zu hören. Und wir alle freuen uns mit. Christoph ist mit dabei. Wir alle sind mit dabei. Ja, und bis dahin, würde ich mal sagen. Also, schönen Abend noch. Schlaft euch gut aus. Ihr habt dann ja mindestens 24 Stunden Schlaflosigkeit vor euch. Also, Christoph, dir herzlichen Dank. Herzlichen Dank nochmal an die Macher dieser fantastischen Rennserie, zu denen ich diesmal nicht gehöre. Das ist auch ein entspannendes Gefühl. Also gehen wir alle ganz entspannt in diesen Freitagabend und wir sehen uns morgen spätestens 15 Uhr hier zum Rennstart zu den 24 Stunden Spa-Francorchamps im Rahmen der internationalen GT3 Endurance Multileague Championship. Und das konnte ich sagen, ohne einmal Luft zu holen. Ich habe immer noch keine Luft geholt. Alles klar. Bis dahin. Ciao.